eigentlich, ja, das sollte eigentlich auch ganz gut sein. Hoffe ich. Für den Stream, nicht für mich. So. Ey, das Ding ist live. Mein Key funktioniert. Hurra! Okay. Ja, dann sind wir da. Haben wir den ersten Teil schon mal hinter uns? Okay. Hab ich denn was? Ja, hab ich. So. Ich hoffe, LiveSplit ist nicht zu klein für die Leute. Oder für euch, um das alles zu sehen. Denn ich arbeite mit dem Layout, was Open ich the gerade door by habe. Clicking the right mouse button. The right button uses items in the world. Von daher. Aber es. Ach, das kriegen wir alles schon. So, üben wir noch ein bisschen, bevor wir richtig starten. Ich weiß ja nicht mal, ob die Leute da sind. Und ich könnte mal die ganzen Dinge hier löschen. Ganzen Randomizer. Ruinieren meine Save-Files. Nein, nicht wirklich, aber. Brauche ich nicht mehr. Okay. So, das sind dann die ganzen Übungssaves. Okay, was? Wollen wir überhaupt was üben? Ja, komm. Wir machen ein bisschen was. The control room is underground. The security code we have is 8456. But that's an old piece of traffic. Oh. Guter Übung. Guter Start. Da springt man gerade rüber und schon ist man tot. Liegt aber auch daran, dass wir im Deadman Walking sind. Und das war falsch. Wenn ich das Spiel so lade, dann geht das kaputt. Ich glaube, ehrlich gesagt, machen wir einfach. Okay. Ich will doch was üben. Lass mich doch in Ruhe üben. Aber es ist auch echt klug von mir gewesen, dieses Safe-File groß zu machen, dass ich gerade erschossen werde, wenn ich es lade. Na gut. Jetzt haben wir es eigentlich. Mal gucken. Und sogar First Try. Ja. Okay. Euch Führung. Nicht, vielleicht doch. Aber ich glaube, wir können einfach direkt starten und der Rest kommt dann wieder. Das ist das Typische beim Speedrun. Hast du etwas schon lange nicht mehr gespeedrun, dann machst du einfach ein bisschen was. Übung, dann kommst du wieder rein. Ah. Okay, ich hab einen glitchy Save geholt. Das ist ein Trick, der dafür sorgt, dass wir einen Speicherstand nutzen, der kaputt ist. Und wenn wir den laden, dann geht das Spiel nicht mehr. Natürlich, und die einzige Art und Weise, wie man das beheben kann, ist das Spiel neu zu starten. Und das neu gestartete Spiel ist mir wieder gecrashed. Ausgezeichnet. Es hat sogar das Layout kopiert. Ja. Na. Guter Start. Ja, das ist halt das Problem mit älteren Spielen auf neueren Systemen. Wenn man das Ganze versuchen will, zum Laufen zu kriegen, hat man eigentlich nur Probleme. Achso, man nutzt das auf so einer Virtual Box. So, was haben wir jetzt wieder? Kurz was einstellen, CPU. Jedes Mal, wenn das passiert oder wenn man das Spiel startet, muss man halt die Leistung der CPU auf 2 Kern stellen. Sonst laggt das Spiel. Das ist so. Alles sehr spaßig. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way. Vor allem, wenn man es nicht weiß. Läuft doch. Hallo Slam, was geht? Alles gut bei dir? So. Safe einmal bitte. Hier. Und weiter geht's. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and copper. Ah, das ist schon schlecht, aber ich meine, das ist jetzt erstmal zum Üben reicht das. If you want to make a covert normalerweise wollen wir die Box quasi direkt in den Blick kommen. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Ja, klar. Bei mir ist alles gut. Warte mal kurz, ich muss gerade was testen. Ja, okay, irgendwas passt gerade mit meinem Headset. Aber ist kein Problem, ihr hört mich ja weiterhin. Ich höre nur das Spiel gerade nicht.
Das ist aber eigentlich auch kein Problem. So, mach es nochmal an. Du, 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 du. So, okay. Hat es funktioniert? Nein, es hat nicht funktioniert. Oder vielleicht doch? Hallo? Hallo, doch. Ach, was soll's. Egal. Ich höre. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way. Halt das Schöne, wenn man mit neuer Technik spielt. Okay, ich hab's ein bisschen runtergestellt. Kann aber nicht sein, weil es war schon recht unweit unten. Ich meine, vielleicht auch zu hoch. Na gut, ist auch kein Problem. Hab's jetzt nochmal noch weiter runtergestellt. Aber man hört's. Vielleicht liegt es auch wieder an meinem Headset. Also, ich habe so viele Audioprobleme, seitdem ich dieses neue Mikrofon hier geholt habe. Und sich alle über meine Headset-Mikrofon beschwert haben. Also kann gut sein, dass irgendwas nicht richtig eingerichtet ist. Also, passt schon. Ein Timer für Deutschland hilft dem Pferd. Alles klar. Go ahead, weg. Ist alles gut. Danke dir. Du darfst wieder in deinen Urlaub gehen. Alles gut. Ja, ist alles okay. Ist okay, ist okay. Kriegen das schon hin. Auf die eine oder andere Art und Weise. Warum schreist du? So, wenn der Typ da immer anfängt zu schreien, haben wir das Problem, dass er uns nicht die Tür aufmacht und wir dann nicht weitermachen können. Also dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nachladen, wenn wir einen Speicherstand gemacht haben, oder nochmal von vorne beginnen. Eigentlich hoffe ich nur, dass ich diesen Anfang hier hinter mich bringe. Dann können wir einen No-Reset-Run quasi starten. Oder weiter üben. Das Problem ist aber nur, wenn ich jetzt hier einen Save-Fall mache und dieser Trick nicht klappt, dann bringt es mir auch nichts, den nachzuladen. Also ich müsste dann einen Save-Fall machen, wo ich gerade mit dem Bruder spreche. Das ist noch recht weit hinten. Aber geht doch. Danke dir. Ja. Der werte Herr hat uns die Tür geöffnet und jetzt dürfen wir rein. Oh nein. 1,8 Sekunden hinterher. Ich glaube, ich sollte resetten. Na, aber das ist ja, glaube ich, die Haupteigenschaft eines Speedrunners. Zeit verloren, Zeit zu resetten. Aber ich glaube, meiner persönlichen Bestzeit kann ich 40 oder 50 Sekunden. Minuten wären krass, aber Sekunden noch sparen. Mache ich jetzt aber nicht. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Es ist jetzt eher ein Practice Run. Ein Übungsrun. Ich muss mir das angewöhnen, alles auf Deutsch zu sagen. Einfach nur aus Spaß. Ich könnte natürlich auch die englischen Begriffe nutzen, aber ich mag es nicht, wenn man Englisch hat. Also zu einem gewissen Grad sind gewisse englische Begriffe schon eingedeutscht, würde ich schon so behaupten, aber muss ja jetzt nicht alles sein. Und wenn man halt das Äquivalente kennt, ist das auch nicht schlecht. Und vor allem, wenn ich meine kleine Tochter dann unterrichte oder mit ihr spreche, ist es auch gut, wenn ich dann das schön auseinanderhalten kann. Also wie gesagt, nicht für alles, aber für die meisten Begriffe. Hey, wir haben 2,4 Sekunden gespart. Hey, ein guter Run. Naja, es ist ja nur der Start. Also, wer weiß. Kann ja alles passieren. Ich hab ein drittes. Ja, wird das reichen für die Manipulation? Nein. Also es ist auch egal, der Wächter war Gott sei Dank da und hat die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Das heißt, wir können einfach vorbeilaufen. Finde ich gut. Oh, springen, Zeichen. Das war viel zu früh. Naja, da geht meine Zeit vorbei. Okay. Ich wusste nicht, dass man so klippen kann. Und zumindest nicht im Wasser. Ja, jetzt will der Typ noch mit mir reden. Ne, haben wir hingekriegt. Okay. Speichern laden. Dadurch, dass ich halt den Trigger wieder angehauen habe. Aber ist alles okay. Ist okay.
Ob ich meiner Tochter dann das aufzwinge, glaube ich eher weniger. Ich weiß ja nicht mal, ob sie dann Interesse haben wird zu zocken. Das ist ja alles noch in der Zukunft geschrieben. Aber ich habe vor, einen Raspberry Pi oder irgendwas vorzubereiten, wo ich dann einen Emulator mit den ganzen alten Konsolen und Spielen drauf werfe. Um einfach dann mit ihr dann Sachen so Oldtime-mäßig drauf zu zocken. Oder auch wenn Besuch da ist, finde ich, das ist immer eine coole Sache. Muss ich aber auch noch machen. Ist dann halt nur die Frage, wann ich die Zeit dafür habe. Ist ja nicht so, als wäre ich schon... genug mit anderen Dingen beschäftigt. Aber sei gegrüßt, Flug, by the way. We're getting reports of a hostage situation in a Ton Hotel, which is at the southeast corner of the block. When you stayed with Paul, did you meet Mr. Renton and his daughter Sandra? We think at least one of them is still inside. Aber ist auch ein, wenn ich so drüber nachdenke, ein interessanter Gedankengang. Weil meine Frau zockt zum Beispiel überhaupt nicht. Ich weiß, dass sie kein Problem damit hat, wenn die Kleine dann zocken würde in der Zukunft. Aber wie würde dann der Zusammenhang für sie und für, also zwischen den beiden dann sein? Weil dann hätte ich quasi eine Verbindung mit ihr übers Zocken. Ne? Na, wer weiß. Wie gesagt, keine Ahnung. Ist ja alles noch sehr früh. Ich bin ja gerade erstmal Vater für fast 5 Monate. Also. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Granatensprung. Und alle hopp. Ja. Überhaupt kein Problem. Laufen wir weiter. Einmal mehr Energiezellen. Danke dir. Ja, machen wir noch einmal. Na. Okay. Dead man walking. Zack, wir sind tot. Oh nein. Jetzt laufen wir einfach weiter. Ah, ich wollte nicht, dass die Tür nicht öffnen. Genau das. Genau deshalb. Aber ist auch kein Problem. Plupp. Geht damit. Okay. Kriegen wir den Triple hin? Eins, ah, schon mal gut. Und zwei, ah, auch gut. Und nur drei. Eins, zwei oder drei. Zack. Ah. Ich hoffe, dass die anderen aus dem Team nicht da sind und sich das angucken. Für den Spruch so. Ich meine, das ist auch echt cool. Ich glaube, die meisten sind noch am Arbeiten. Oder irgendwo unterwegs oder machen irgendwas anderes. Würde mich zumindest nicht wundern. So. So, ich kann noch ein paar Candy Bars duplizieren. So. Sehr schön. Habe ich aus Versehen einen gegessen? Das wäre nicht gut. Nein, ich habe einen gegessen. Das ist echt nicht gut. Ja, dann hätten wir hier nämlich gesoftlockt. Das will ich überhaupt nicht. Okay. Just fire the arrogant son of a bitch. Aber auch kein Problem. Einmal zum Medic. Ich will noch schneller laufen können. So. Kommen Sie, kommen Sie. Schön, dass er an der Tür steht. So. Zack, 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 zack. Und Speed. Jetzt geht's ab. Okay. Ja, nicht ganz, aber... Immerhin können wir später dann hochschleppen. Und die Kleine rastet aus. Im Hintergrund. Yes, sir. Und, na, Blume hat... Nein. Okay. Schade. Blume hat die nicht gestoppt. Normalerweise wollen wir die Blume dahin werfen, damit die einfach nicht uns im Weg läuft. Vor allem, ich finde das immer so schön. Duping ist eine coole Sache. Einfach überall so ein paar Schokoriegel hinterlassen. So, jeder, der das dann sieht, dann so... Oh, hey, etwas süß. Los geht's. Und noch mehr Zeit für Tee. Ich hoffe, man hört das Schlürfen nicht so gut. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mit diesem Mikro noch nicht so viel rumgespielt. We're dropping you in Battery Park. We know the NSF were moving material through here at one point. Seems like a good place to start looking. Speichern laden. Ah, ich habe meinen Arm verloren. Ist okay. Ja, ich meine, deshalb bringen wir ja den Blumentopf. Also hier sind Blumen. Man kann normalerweise auch ein paar Schokoriegel auf den Boden werfen. Das sorgt dafür, dass der Pfad der KI geblockt wird und sie dann in der Tür hängen bleibt. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ich weiß auch gerade nicht wieso. Hätte ich machen können, in der Theorie. Ist jetzt aber auch halb so wild. So,
hier in die Ecke. Schmeiß, speichern, laden. Naja, ist nicht so gut, aber ich kann damit leben. Ich meine, besser geht noch. Shut up, take my flowers. So in etwa, so in etwa. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich habe meinen Arm, also mein Arm ist kaputt. Und wenn ich dann schieße... Ich habe die EMP-Granate verloren. Vergessen. Das ist echt dumm. Ich glaube, ich hätte auch meinen alten Speicherstand nehmen können, aber... Ah, das ist ein bisschen Backtracking jetzt dafür. Ist okay, ich meine, es ist ein Practice. Ein bisschen üben. Ein bisschen erinnern, was tun wir überhaupt. Weil ich brauche diese Granate. Denn ich muss sie duplizieren. So, so, zack. Haben wir 10 Mal. Perfekt. Nochmal in Deadman Walking gehen, damit die mich nicht nerven. Okay, ich habe 3 Schüsse. Ja, das ist eigentlich mehr als ausreichend. Sollte es zumindest sein. Ja, okay. Die Tür ist kaputt gegangen, das hat man schön am Knall gehört. Der Typ hat aber überlebt. Okay, das ist nicht gut. Muss ich halt sofort in... Ja, ich muss halt sofort in Deadman Walking gehen, sonst habe ich gleich ein Problem. Also, was heißt Problem? Aber die können dich dann erschießen. Und dadurch, dass... Oh, ich habe wieder positive HP. Ich meine, ist jetzt... Ja gut, dann heilen wir uns voll. Ist auch halb so wild. Er kann sogar meinen Arm jetzt heilen. Ist auch ganz nice. Dann habe ich gleich nicht das Problem mit der Zielgenauigkeit. So, ja gut. 30 Sekunden wegen dem kleinen Fehler da. Verloren, aber das ist halb so wild. This is the terminal at LaGuardia owned by Juan Ivanovich Lebedev. We're certain based on what you've discovered that he's working with terrorists. Your orders are to look. So, einmal speichern, laden, in Ladetrigger. Plop. Ja, easy. You can relax, JC. So, einmal, zweimal schießen. Vor allem geil, einmal, zweimal. Vielleicht dreimal. 1, 2, 1, 2. Okay, Anna ist da. Dann sagen wir adieu. Ja, bis auf der kleine Fehler war es eigentlich soweit in Ordnung. Also, noch ist die Möglichkeit, eine Bestzeit zu holen, immer noch da. Kommt halt auf die Anzahl der anderen Fehler an. Also, ich dürfte jetzt keinen Fehler machen, dann wäre das auf jeden Fall drin. Denn 2 schwierige Tricks kommen erst später. Und da habe ich, glaube ich, in meiner Bestzeit das verloren. Aber ist, ist okay, ist okay. Meine... Was da los? Sei gegrüßt, Weber. Üben, üben. Müssen, müssen, miam, miam, miam und so. Na. Ja, guck mal, sogar 4 Sekunden gespart. Und dafür 0,7 hier verloren. Ich glaube, das ist ein Reset-Wert. 0,7. Nee, aber... Ich glaube, ich habe 50 Minuten eingegeben. Achso, ja, ich bin nicht im Deadman Walking. Brauche ich auch nicht speichern laden. Normalerweise würde ich sonst hier sterben. Aber jetzt ist das egal. So long, Agent. Springen. Zurückgesprungen. Na egal. Vor allem eine kurze Frage für die Leute, die zugucken. Ich habe jetzt vom Layout die Helligkeit, Farbe, Kontrast, wie auch immer man das benennen möchte, umgeändert. Ist das jetzt angenehmer? Weil es haben sich einige beschwert bei uns, dass die Layouts zu... nicht kontrastreich sind, aber dass es zu brennend für die Augen ist. Ne? Und deshalb habe ich das mal angepasst. Weiß aber nicht, ob das so... ausreichend ist oder ob es noch immer zu brennend ist. Weil das kann ich dann sonst auch mittendrin einmal anpassen. Find's besser? Okay, das ist schon mal gut zu hören. Wenn's passt, dann ist das in Ordnung. Dann kann ich damit leben. So,
wollen nicht eure Augen verbrennen, also von daher wäre halt gut zu wissen, ob das dann so besser ist oder nicht. Dann kann ich wenigstens den anderen auch sagen, so, wir können die Einstellung nutzen, sonst hat jeder im Nachhinein, oder wenn wir uns geeinigt haben, haben wir dann wenigstens alle mal die gleiche Einstellung oder die gleiche Farbe. Den gleichen Farbton, so. Das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Habe ich danach gesucht? Ich weiß es nicht. Aber ich wollte irgendwas in dieser Richtung sagen. Einmal die Zigaretten raus. Ja, komm. Your buddy. Good. Danke. Oh, shit. Ah, da war ja was. Ja gut, alte Strategie dann. Good. Ich bin ja nicht mehr im Deadman Walking, weil ich... zu viel HP geheilt habe. Ich habe vergessen, dass ich das noch einsetzen müsste. Naja. Auch überhaupt kein Problem. Zack. Schön durchgeklippt. Und adieu. Ist ja mal schön, wenn man... Vor allem, wenn ich jetzt an das Video von letzter Woche denke, wo wir die alten, alt gegen neuen persönliche Bestzeit verglichen haben. Also es ist einfach nur schön, wenn man dann sich noch an die ganz alten Strategien erinnert und sagt, ach ja, dann mache ich halt die alte Strategie. Das geht ja alles noch. Ja, das ist auch wahr. Bei so einer Signalfarbe was zu finden und wo wir uns gesagt haben, so hey, so ein rotes Layout ist schon geil, ist halt schwierig. Aber ich bin auch kein Designer, was das angeht. Also das, für mich ist das schwierig einzuschätzen, ob das so besser oder schlechter ist, weil ich meistens dank Programmierung immer in der Konsole arbeite und die ist schwarz. Von daher. Und ich sehe das eigene Layout nicht. Also ich habe das ja für den Stream quasi eingebettet. Und für mich selber ist es ja ganz, ganz anders. Daher schwierig einzuschätzen. Aber ihr gebt ja Feedback, von daher alles gut. Um auch nicht zu viel zu spoilern, wo wir gerade alte gegen neue Strategien erwähnt haben. Bei den Rocket Beans habe ich vor kurzem eine Aufnahme gehabt. Und da ist missgeschickt passiert. Ich habe einen falschen Save-File genutzt, wodurch ich dann viel, viel weiter im Spiel war, als ich eigentlich sein hätte sollen. Und es gab keinen Zwischenspeicher. Das hieße, ich hätte ein ganzes Segment wieder machen müssen. Und da habe ich einfach gesagt, nee, das mache ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir das so machen wollen. Dann habe ich dann einfach auch gesagt, okay, stellt euch einfach vor, wir überspringen diese Kiste und dann anschließend laufen wir den Rest rüber. Ich musste halt eine alte Strategie nutzen, weil ich den, wie gesagt, die vorherige nicht mehr machen konnte. Sonst hätte ich den ganzen Weg zurückgehen müssen, das wäre ja auch Quatsch gewesen. Und der Code hier war 06288. Merkt euch das. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wenn ihr es wollt. So. 1.2, alles klar. Weiter geht's. Hey, wir haben Zeit gespart. Das erste. Monitorhelligkeit runterdrehen, ja. Für euch individuell. Also da kann ich dann nicht viel machen. So, wir haben zu viel von den Beinchen verloren. Das möchte ich nicht. Also holen wir unsere Beinchen zurück. Normalerweise würden wir das nicht machen, aber das ist jetzt auch halb so wild. Ich würde auch mal die Laufgeschwindigkeit runterstellen, damit das klappt. Habe ich jetzt aber auch nicht getan. Also es, wenn man es schnell genug hinkriegt, dann braucht man das nicht machen. Ist halt ein nettes Ding, aber ist auch halb so wild. Und vor allem dafür, dass ich das jetzt seit fast einem Monat kein Speedrun mehr von Deus Ex gemacht habe, seit einem halben Jahr meine ich, keine Speedrun von Deus Ex gemacht habe, ist das eigentlich schon in Ordnung. Also ich kann damit zumindest leben. Es läuft recht flüssig, bis auf die eine Stelle, wo ich die Granate vergessen habe und dann ein paar ältere Strategien nutzen musste. Aber man kommt ja voran, das ist ja das Wichtige. Und in einem Marathon habe ich ja nicht die Wahl, wo ich sage, oh hey, ich resette mal gerade. So, ja, nix da. Muss ich durch. So. Speichern, laden, ins Menü gehen, schwimmen wählen, speichern, laden, wieder ins Menü gehen. Zack, ich habe auf einmal meine Punkte dupliziert. Ah, es ist so ein schöner Trick. Einfach mal alles auf den höchsten Level zu haben, ohne das zu machen. Ja, ich meine, das ist es ja. Für einen Marathon, und das ist ja nichts anderes bei den Rocket Beans, ist es in Ordnung. Du ziehst das einfach durch. Und wenn du halt einen Save-File hast, machst du einfach von da weiter. Es wäre schlimm, wenn du keinen Save-File hast und dann alles von vorne machen musst. Oder, ups, ich habe nichts vorbereitet, also müssen wir irgendwie improvisieren. Also das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Auch so in Marathons. Deshalb, Vorbereitung ist das A und O. Deshalb mache ich das ja auch, weil, wie bereits erwähnt, ich habe seit fast einem halben Jahr das Spiel nicht mehr gespeedrunnt. An sich ist das auch kein Problem, also ich merke ja auch, dass alles noch da ist.
Nur dass es halt nicht optimal ist. Also hier ein paar Bewegungen verloren, da ein paar Bewegungen verloren. Ab und zu gewinne ich ja sogar Zeit, was auch ganz gut ist. Nur es kann halt es kann immer optimaler sein. Es kann immer besser sein. Und darum geht es ja in der Übung. Und das machen wir ja jetzt. Auf jeden Fall sind ein paar Sachen da schief gelaufen. Also jetzt nicht so viele Sachen, aber es ist halt immer gut, wenn man drumherum kann. Nice, erster Person. Oh Mann, ja, das war ja aber eher ein Hardware-Problem als von Marathon. Ich meine, das hatte ich ja auch bei der Dokumi letztes Jahr, wo ich Command & Conquer gemacht habe. Dadurch, dass es so geleckt hat, konnte ich manche Tricks nicht vernünftig einsetzen, weil auf einmal die Zyklen anders waren. Oder ich einfach in einer ganz anderen Stelle war und das war echt nervig. Ich meine, können die ja nichts für, aber deshalb muss ich das auch besser vorbereiten. Also für Command & Conquer zumindest und auch für Human Revolution hatte ich jetzt bei der ESA wieder Probleme gehabt. Dadurch, dass irgendwie mit OBS Ninja, wenn das im Hintergrund lief, also einmal nur ein kurzer Rückblick. ESA hat für den Marathon Online das ein bisschen anders geregelt. Man hat die Kamera über OBS Ninja geteilt und hat das Spiel ganz normal gestreamt über Twitch. Und dadurch, dass OBS Ninja an war, hat Deus Ex Human Revolution Faxen gemacht. Also ich konnte das nicht vernünftig nutzen und die Framerate ist in den Keller gegangen. Und dadurch haben sich die Ladezeichen einfach verdreifacht. Normalerweise sind die 10 Sekunden lang. Und auf einmal war es bei jedem Laden einfach mal 30 Sekunden. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Aber ich konnte das auch nicht beheben. Zumindest nicht auf die Schnelle und wusste auch nicht, was das verdammte Problem war. Sowas ist halt echt nervig. Vor allem, wenn das eigene Setup ist, wo dann irgendwas von außen aufgezwungen worden ist. Ich meine, wenn ich an meinen GDQ-Run denke, den ich auch in diesem Jahr gemacht habe, da war ja alles in Ordnung. Und auf einmal ein halbes Jahr später, zack, kriegst du Probleme. Das kann ja nicht sein. Ja, wir haben ja versucht zu improvisieren und das zu fixen, aber es hat ja alles nicht geklappt. Das war ja das Nervige dran. Aber es ist schön, dass du das erwähnst. Ich muss immer noch eine VM dafür vorbereiten. Zumindest sobald wieder die On-Site-Marathons stattfinden, weil ich will unbedingt Command & Conquer öfters submitten für die Marathons. Es ist ein cooler Speedrun und einfach die Leute da zu sagen, hey, RTS-Speedruns sind cool, guckt euch die mal an, im Allgemeinen ist immer geil. Es ist ja halt nicht nur, dass du gut in einem Echtzeitstrategiespiel sein musst, sondern auch die Ausführung von Glitches und dem normalen Spiel. Ich finde das einfach so geil. Mit OBS, ja, das kann gut sein. Also ich würde mich da nicht wundern, wenn dann irgendeine Art von Framerate noch dazwischen gegrätscht ist, weil ich in OBS irgendwas für meine Stream-Settings auf 1080 oder 1020, wie auch 1020, 1720, verdammte Scheiße. Okay, erstmal, warte, ich muss hier abhauen, verdammt. Schokoriegel ist bei, jetzt habe ich die Zigaretten genommen. Schokoriegel war bei 8, ich musste mich heilen, damit die Spinnen mich in Ruhe lassen. Die Spinnen. Hahaha. Na, okay. Meine Witze sind spitze. Eine Kuh macht ab und zu Move. Rumkugeln tun rumkugeln. Und wenn ihr die Referenz kennt, gratuliere. Ich bin stolz auf euch. Na gut. Suboptimal, aber das kriegen wir alles hin. Alles kein Problem. Welches Command & Conquer? Das war Tiberium Sun. Ja, 1720p beste Auflösung. Ja. Das ist die Ultra Super Duper HD. Entschuldige mich. Kannst du dich auf den Weg machen? Um es nett auszudrücken. So. Root Reindeer Flotilla. Alles klar. Weiter geht's. Aber gut. Zumindest muss ich das noch vorbereiten. Es gibt so viele Sachen, die ich noch vorbereiten muss. Vor allem, wenn das mit den Schwierigkeiten und Human Revolution so weiter abgeht, dann muss man echt gucken, ob ich irgendwie auch das im Griff kriege, weil das ist echt uncool, wenn jedes Mal Human Revolution jetzt auch zickt. Ich meine, das Witzige ist ja, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, das gleiche Problem hatten wir ja auch bei der ESA zu Winter letzten Jahres. Wo dann auch auf einmal alles geleckt hat und wir über die Zeit gingen, nur weil die Ladezeiten so hoch waren. Das ist ja echt
Blöd. Okay, da kommt der Shake. Hast du Wegspinne? Danke. Also ja, ich bin der tote Mann. So, Leiche plündern, abbauen. Beziehungsweise meine eigenen Sachen plündern. Ach, ist das nicht schön. Man tötet sich selbst, um sich selbst auszurauben. Damit man mehr Sachen hat. Stonks gehen ab. So, doppelter Helikopter, warum nicht? Und. Ah, was für ein gutes Mikrofon! Sei gegrüßt, Zed, ja. Ich hoffe, es ist vernünftig eingestellt. Denn bei meinem ESR-Run hat sich das alles sehr komisch angehört. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich denke mal, es lag an OBS Ninja, dadurch, dass ich das im Browser rübergebracht habe. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, es hört sich gut an. Zumindest im eigenen Stream. Und bei den letzten Malen hat sich das gut angehört. Und ja, natürlich der Audio-Freak freut sich, dass es ein gutes Mikrofon ist. Wer hätte das gedacht? Nein, aber wie geht es dir? Ist alles gut bei dir? Es ist etwas leise. Also, wenn ich spreche, hört ihr mich schlechter. Okay, ich sehe auch gerade, ich habe es in OBS runtergezogen. Kann... hallo? Kannst du bitte durchspringen? Danke dir. So. Arbeit. Ja gut, und links... Awakening. Ja, ich habe es mit Links Awakening gelesen. Hört sich sehr witzig an. Also, ich muss... Ich meine... Das war dumm. Ich habe nicht gespeichert. Nee, anscheinend nicht. Na gut, dann machen wir das noch. Normalerweise würden wir da auch nicht in dieses Fass reinlaufen. Ich habe das schon geskillt. Guck mal. Heinke aus der Vergangenheit hat für Heinke aus der Zukunft gesorgt. Nee, aber ich kann auch... Ja, ich mach das gerade. So. Ich habe jetzt bei mir diese... Wie heißt das denn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diesen Regler, wo er dann zeigt, ob ich gleich in diesem roten Bereich bin, höher gestellt. Das sollte jetzt besser sein, hoffe ich zumindest. Ansonsten, wenn ich jetzt lachen würde, glaube ich, würde das in den roten Pegel gehen. Ich weiß nicht, ist das so gut, ist das so schlecht? Wahrscheinlich ist das schlecht, aber... ihr sagt mir, ob es okay ist. Und wenn nicht, dann ändere ich das. Und wenn es nicht okay ist, dann erfahre ich das wahrscheinlich, wenn der Stream fast zu Ende ist und wenn jemand das anspricht. kommen Sie, ich will durch die Tür. Bitte, danke, nein, doch. Oh. Dann nochmal. Speichern laden, zack. Schon geht das. Ich hätte das einfach nur von vorne rein machen müssen. Einmal speichern, einmal laden, dann passt das. Du bist auch am Rechner, sei gegrüßt, Fiefpack. Na, alles gut bei dir auch? Du bist jetzt auch am Rechner. Ja, du, kein Stress. Hat sich ja alles in letzter Sekunde geregelt. Ich habe ja jetzt, letztes Mal konnte ich das noch nicht machen, weil ich noch nicht die Rechte dafür hatte für den Channel, um Titel und Co. zu setzen. Aber jetzt habe ich sie auch, also können... Ah, ich war durch. Verdammt. Entschuldigung. Ich war durch die Tür. Oder ich war eins mit der Tür, wie man es auch immer sehen will. Na, ich mach's nochmal. Dann kann ich das auch fürs nächste Mal selber einstellen. War halt nur doof. Weil ich weiß, dass Hedwig die Zugänge hat. Aber er ist ja noch im Urlaub, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder ist er schon wieder zurück? Ja, Hunger bestellen oder selber machen? Also ich meine, hast du was zu Hause, was du schnell und einfach machen kannst? Oder hast du Bock drauf? Wahrscheinlich wird die Antwort Nein sagen und Nein sein. Und dann willst du dir was bestellen. Ja, genau. Morgen ist der Tomb Raider Anniversary Run, den ich bei ESA machen werde. Das wird ein Spaß. Also ich habe, wie gesagt, ein paar Spoiler. Ich habe vor kurzem eine Aufnahme wieder bei den Rocket Beans gehabt. Und ich brauche das hier nicht zweimal, aber das ist egal. Und da habe ich auch Tomb Raider Anniversary gemacht. Und auch davor habe ich bei unserem Channel hier auch Tomb Raider Anniversary gemacht. Er ging etwas besser,
bei der Rocket Beans, aber es sind andere Patzer passiert. Also unschön trotzdem, aber es war okay. Also es ist unter dem Estimate und das ist das, was mich interessiert. Oder wo ich damit zufrieden bin. Head weg. Hallo, Prinny. Rocket Beans Spoiler. Oh nein, wie kann ich nur? Nicht der Erste. Was war das nice? Na, das erinnert mich, wo ich dann Viet und Ilias noch Tschüss sagen wollte, bevor ich dann wieder losgefahren bin und nach den Aufnahmen. Und die waren gerade live auf Rocket Beans. Und dann wollte unbedingt Viet, dass ich sage so, hey, was hast du denn aufgenommen? So, mach mal einen Spoiler in unserer Sendung. Ich so, nein, mach ich nicht. Das erfährt ihr in der nächsten Folge. Und er so, ah, du Arsch. Ist schon lustig. Nee, die Jungs sind super. Okay, habe ich den richtigen Winkel getroffen? Ja, nein, vielleicht kreuz dann. So. Nein, 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 ich war nicht vor Ort. Das war 2020, 2019. Das war vor der ESA, 2020 war das. Das war vor ESA Winter. War ich dort und habe das dann gemacht. Weil da haben wir noch drüber gesprochen, dass ich ja auch noch zu den Turnieren gehe und alles. Das war die Geschichte. Und die waren halt dann gerade in der Aufnahme und ich wollte mich noch gerade verabschieden, weil ich habe bei Ilias dann gechillt. Am Tag davor, haben ein bisschen gequatscht und ich wollte halt wenigstens Ciao sagen. Also ich finde, das ist immer so. Sollte man machen, vor allem wenn der Gastgeber auch noch da ist. Vor allem ist er auch ein cooler Dude. Das ist die andere Sache. Und einfach nur abzuhauen und sagen, jo, ich bin weg, ciao. Das ist immer kacke, finde ich. Du legst dich pennen, okay. Ach, penne. Ach, du isst was. Ich habe verstanden, pennen. Na gut. Ja, dann guten Hunger. Ja, dieser Trick ist sehr präzise. Und ich muss meinen Lieblingspixel richtig treffen. Und das ist der hier. Und dann ist es trotzdem ein Glücksspiel. Nein, nicht wirklich Glücksspiel, aber es ist halt unglaublich präzise. Zack, da geht es doch. Denn der Winkel von der Granate ist dann auch ausschlaggebend. Verdammte Quark. Apropos Quark, ich könnte auch mal wieder Quark essen. Na, springen Sie. Danke. Nee, ist kein Texturpack drauf. Also es ist das wirklich ursprüngliche Unreal Tournament Texture Pack. Also von der Unreal Engine 1. Nur mit dem Unterschied, natürlich die Deus Ex Dinger drauf, aber erhellt. Also die sind von der vom Kontrast her, von der Helligkeit wurden die erhöht. Das habe ich mit Absicht gemacht, sonst ist das Spiel extremst dunkel und dann siehst du gar nichts. Also ähnlich wie bei den alten Source Games, wo du das dann auch höher stellen musst. Also Dark Messiah fällt mir da ein, weil ich das auch vor kurzem gelernt habe für den Marathon. Die sind... Also, nein. Die Texturen wurden nicht eingetauscht. Aber ja, es gibt Modpacks dafür, wodurch du dann HD-Packs kriegst. Also es gibt auch zum Beispiel die Revision-Mod, die da genau das macht. Und auch dafür sorgt, dass du das auf einem modernen PC oder System zum Laufen kriegst. Also ich habe noch eine Custom-Variante, die ich vor 7-8 Jahren genutzt habe. Also das war so das A und O quasi damals. Mittlerweile kannst du das auch mit neuen Plugins, mit neuen Mods oder einfach mit der Steam-Version ändern. Aber das Problem ist, mit Revision zum Beispiel, was ja die Texturen ändert, dass du dann HD-Texturen hast, dass ja auch die Layouts, also die Modder haben einfach mal das ganze Spiel nochmal umgebaut. Was cool ist, so ist es ja nicht. Aber es ist halt nicht wie das Original. Das heißt, für den Speedrun ist das komplett anders. Vor allem, Fun Fact, es gibt zwei Modder in der Szene. Einer ist gut mit uns in der Speedrun-Community. Der hat uns auch so ein paar neue Tricks gezeigt und Sachen gefunden und hat uns auch da unterstützt. Und der andere hasst Speedruns. Was hat er gemacht? Der hat in den ersten 20 Maps hat er alles so umgeändert, dass wir die Sachen nicht wie im Speedrun machen können, nur weil er uns nicht mag. Also das war auch eine witzige Geschichte. So. Einmal den Berg anschießen. Warum nicht? Na, komm. Na, schade. Na, komm. Ich möchte einmal den Trigger. Ja.
Ja, Hedwig hat schon den... Ah, geht doch. Es gibt einen unsichtbaren Trigger. Wenn wir den treffen, dann können wir das Level beenden. Ja, Hedwig hat schon den Bot-Command rausgenommen, aber hat den Spendenlink vergessen zu entfernen. Ist aber okay. Könnt weiterhin spenden. Warum nicht? Ich meine, es ist immer noch für eine gute Sache. Auch wenn der Marathon schon weg ist. Ja, ist ein bisschen Assi-Flug, aber der andere Modder hat dann mit ihm gesprochen. Der meinte, okay, ist ja egal. Weil Speedrunner, also der hat es dem erklärt und meinte so, ja, Speedrunner machen das ja eh anders. Die machen ja nicht mit Absicht, also klar, wir nutzen die Glitches aus, aber einem normalen Spieler würde das nie auffallen, wenn er das nicht wüsste. Und dann hat er auch gesagt, okay, wir machen das ein bisschen, wir ändern das wieder um wie, also ein paar Szenen, wo sie das noch umändern konnten, ohne dass es große Effekte hatte für deren Arbeit, haben die dann auch wieder zum Original angepasst. Aber halt nicht alles. Und ist auch in Ordnung. Also Revision ist auch wieder komplett anders. Ja, Two-Factor Authentication. Was hat er denn alles umgeändert? Naja, wir haben zum Beispiel gewisse Layouts, wie am Anfang die Gasgranate, die direkt uns am Anfang gegeben wird. Der hat zum Beispiel die Kiste da gelassen, aber hat dafür gesorgt, dass die Items, also diese Gasgranate, nicht mehr existiert. Dann gibt es so einen Superjump, den wir am Anfang machen müssen, bevor wir, also damit wir in eine andere Sektion gehen können. Und hat das auch da umgeändert, dass das Level einfach nicht mehr da ist. Also man muss die Map komplett anders überqueren und wenn man dahin geht, stürzt man einfach in den Tod. Also solche Sachen sind das. Es sind einige Kleinigkeiten. Es ist jetzt nichts Großes gewesen, aber es ist halt trotzdem, wo man sich gedacht hat, so, okay, warum? So, wir müssen jetzt eine andere Route gehen. Die ist 6 Sekunden langsamer, schön, aber hätte man auch so beibelassen können. Naja. Wie gesagt, das ist halt noch so geblieben, weil die haben halt das Layout noch mal komplett umgebaut, aber Tech Shark. So. Falscher Code. Ocean Guard Kraken kommt jetzt. Ups. Ocean Guard Kraken. Allein in die Vorstellung. Letzte Woche haben wir Old vs. New PB vorgezeigt. Bin bei 32 Minuten. Ich bin gleich mit dem Run auch schon fertig. Und, ups. Ja, ist auch nicht klug gewesen. Hätte ich vorher nachladen können, aber egal. Und ich bin einfach fast eine halbe Stunde schneller. Ich meine, wundert mich das? Nein, aber ich finde es trotzdem witzig, das zu erwähnen. So, und ich merke auch gerade, mein Headset sagt gleich adieu. Weil ich es nicht aufgeladen habe. Das ist aber auch kein Problem. Wir haben gleich ein paar Sequenzen, wo nichts passiert. Beziehungsweise, wo wir warten müssen, dann könnte ich das schnell dranhauen. So, jetzt habe ich auch fast keine Granaten mehr. Ist jetzt auch kein großes Problem. Ich kann die ja immer wieder duplizieren. Das ist ja das Schöne an diesem Speedrun. Der Trick ist so leicht. Das ist nicht mal hart. Das ist einfach nur... Guck auf das Objekt und werf es weg. Und dann sammel es mehrmals ein. Also es ist super. Es ist so geil. Ich liebe diesen Trick. Speichern, laden. Na, zu früh. Ah, geschafft. Ja, wie gesagt, der Run ist keine Meisterleistung. Aber ich finde das für die Rusten voll in Ordnung. So, Tür aufmachen. Speichern, laden. Elevator Express. So, Gasgranate nehmen, damit wir nicht sterben. Und weiter geht's. Super Jump aufsetzen. Okay. Aber ist schön zu sehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, halbes Jahr nicht gespeedrunnt. Also zumindest dieses Spiel. Ah, ich habe das doch schon gemacht. Ist egal. Dann sind wir einfach schneller oben. MJ12. Skywalker. Ja, ich glaube, man kann crouchen und dann reicht das aus. Egal. Aber wie gesagt, ist schön. Dafür, dass es lange nicht gemacht, aber es läuft eigentlich viel besser als erwartet. Ja, ich glaube, ich müsste ja gar nicht warten. Wir hatten schon gerade die... Ja. Hätte gar nicht warten müssen, aber egal. Ich wollte einfach nur sicher gehen, weil hier gibt es eine Nachricht, die abspielen muss, die abgespielt werden muss. Und wenn wir die nicht abspielen, dann softlocken wir. Gerade erst eingeschaltet, wer hat was gepatcht? Na, ich habe nur über die Geschichte von Revision erzählt, dass einer der Modders ganz am Anfang, wo die Revision-Mod rauskam,
Speedrunners nicht mochte und er hatte die Layouts und Levels und Items extra so abgeändert, dass wir den Speedrun nicht 1:1 vom ersten Deus Ex übernehmen konnten und hat dann auch so ein paar Kniffe gebaut, dass wenn du die alte Route genommen hast, dass du einfach ins Nirvana gestürzt bist und gestorben bist und die neuen Level gehen musstest. Jo, viel Spaß, Zed. Danke, dass du reingeschaut hast. Und danke, dass du gesagt hast, dass mein Mikrofon toll ist. Ja, und wir sehen uns dann. Einmal Granatenclip, bitte. Danke dir. Ah, schön. Das ist einer der schwierigeren Clips. Einfach nur aufgrund des Winkels und dass die Fenster einen größeren Collider haben. Aber es ist schön zu sehen, wenn man die schwierigeren Tricks dann auch First Strike hinkriegt. Also freut mich auf jeden Fall. Ach ja, wir sind unsichtbar, weil wir in diesem sogenannten Deadman Walking State sind. Das Spiel denkt, wir sind tot, wir sind aber nicht tot. Bin ich schnell genug, weil ich muss... Doppelter Speedrun. Ja, geht auch. Zack, geschafft. Alles gut. Liegt einfach daran, dass wir wegen dieser Cutscene hier nicht speichern können. Also immer wenn jemand gerade labert, müssen wir warten und dem zuhören. Das ist schlecht. So, jetzt können wir zum Beispiel wieder speichern. Aber das ist... So, da ist mein... Pixel. Schade. Noch nicht getroffen. Ja, stellt euch mal vor, dieser Trick ist so präzise und ihr seht nur Matsche und ihr müsst das irgendwie ausführen. Also, mir tun die Leute leid, die das neu lernen müssen, weil das ist echt, ich glaube, einer der Tricks, wenn man nur das Video sich anguckt oder nur das Tutorial verzweifeln kann. Also ich weiß, wo ich das noch eine ganze Stunde am Anfang gelernt habe, um nur dann zu erfahren, dass ich aus Versehen den Speicherstand korruptiert habe, wodurch ich diesen Trick nicht mal einsetzen konnte. Also egal, wie gut ich den geübt hatte oder ob ich es denn geschafft hätte oder nicht, die KI, die eigentlich da gespawnt werden sollte, war nicht mehr da und ich konnte das Level nicht beenden und dadurch konnte ich halt nicht wissen, habe ich es hingekriegt oder nicht. Es ist so dämlich, aber gut, das muss man auch alles erstmal wissen und das erfährt man auch erst später, vor allem wenn man... so Tutorial-Ressourcen einfach nicht hat. Das gab es einfach damals nicht, wenn ich mir das vorstelle. Ein Kollege hat mir im Voice-Chat einfach gesagt, was ich machen muss und das war... Oh, das war eine Katastrophe. Weil er dann irgendwann auch keine Zeit hat und ich wollte dann selber weiterlernen. Na, gut, geht doch. Erster Versuch. Sehr schön. Einmal ist Nirvana. Speichern laden, zack. Das war zu oft. Entschuldigung. Boah, wir haben ja ganz viele Raketen. Das ist ja echt schön. Brauchen wir überhaupt nicht mehr, aber ist cool zu sehen, dass wir noch so viele übrig haben. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch den letzten Clip und danach ist die Sache geschenkt. Speichern laden. Dann speichern laden. So, adieu. Ja, die Revision Bot, genau. Wir reden über Deus Ex Revision. Die Mod, die es auf Steam gibt. Und wie gesagt, da gab es einen Entwickler, der mochte Speedrunners nicht und hat das dann auch dementsprechend dafür gesorgt, dass manche Tricks nicht funktionieren. Sei gegrüßt, Sir Dice. Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Oh, ich bin so höflich heute. Ja, weiß nicht. Gesiezt, mein Herz. Und jetzt muss ich an Rammstein denken, mit mein Herz brennt. Also, okay. So. Okay, ja. Unter 40 Minuten, ja, das ist eigentlich ganz cool, muss ich ehrlich gestehen. Gut, Realtime wäre jetzt 42, 45. Also unter 45 Minuten, das ist aber auch voll in Ordnung, muss ich gestehen. Dafür, dass ich jetzt einen No-Reset-Run gemacht habe und quasi auch 6 Monate nicht geübt habe, ja, ich kann damit leben. Also,
gucken wir doch einmal mal analysetechnisch, was, wie wir das als Speedrunner auch machen würden. Wo sind denn die Missgeschicke passiert? So. Weil, Alter, sowohl als auch. Antwort ja, okay. So, der Anfang war in Ordnung. Ein paar Sekunden verloren, das ist normal. Ein bisschen was gesonnen, so. Hier kam der erste Fehler, wo ich dann die Granate vergessen habe zu nehmen. Das war einfach nur, ja, mein eigenes Verschulden. Hätte ich die Granate genommen, hätten wir gar nicht eine halbe Minute verloren. Ja, du hast den Spaß verpasst, ich gehe jetzt offline, bye. Nein, wir machen noch weiter. Also es ist nur ein Reset-Run gewesen, um einfach wieder reinzukommen. Wir könnten auch, dadurch, dass ich auch Twitch-Percent beim Marathon mache, könnten wir auch einen Twitch-Percent-Run von Cluster Truck gleich machen. Warum nicht? Ich müsste dann nur schnell das Spiel auswechseln, aber das ist ja auch Pillepalle. So, auf jeden Fall, ja, dann ging so die Zeit runter, das war noch alles in Ordnung. Ein paar kleine Hapser hier und da. Über 40 für No Reset Run war gut. Dann, ja gut, hier wieder ein bisschen verloren. Gewonnen, hin und her. So ein bisschen mehr verloren. Ship war nicht so sauber. Ne, das ist noch New York. Ja, okay, New York war eigentlich in Ordnung. Ja, aber Ship, genau, das war das. Das war nicht so sauber, weil ich das mit dem Speichernladen nicht richtig gemacht habe. Die Katakomben, genau, da ging es halt los. Da habe ich einmal vergessen den Skill, beziehungsweise bin runtergesprungen, bin gestorben im Labyrinth. Musste das nochmal machen, halbe Minute. Dann hat der erste Clip nicht sofort funktioniert und der zweite auch nicht. Dann fast eine Minute verloren. Das ist natürlich echt schlecht. Muss man einfach so sagen. Dann gut 2 Sekunden, 4 Sekunden. Ja, dann ging der zweite Granatenclip nicht gut, der mich 30, 40 Sekunden gekostet hat. Da müssen wir noch ein bisschen was üben. Also wie gesagt, der ist halt so präzise. Wenn ich da das Setup nicht richtig mache oder einfach die Granate sich nicht dreht, dann ist schon vorbei. Ja, dann ging, das war okay. Ein bisschen was verloren. So ein paar Kleinigkeiten. Das natürlich addiert sich alles. Ja, genau, wo ich dann Waffe nachgeladen habe. Dumm gewesen. 10 Sekunden dadurch verloren. Dann hier, das war okay. Genau. Ocean Lab. Was war denn da am Ende? Warum habe ich denn da 30 Sekunden verloren? Ach nee, Quatsch. Das ist nicht. Das ist danach. Das ist jetzt am Silo, wo ich den Schuss durch die Falltür machen wollte. Ja, gut. 30 Sekunden. Das macht Sinn. Pixel nicht getroffen. Dein Bunker war nicht so sauber. Ja, aber das war okay. Na gut. Ich bin asynchron? Mit der Kamera? Okay, das ist interessant. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich habe mir ja... Muss ich auch jetzt... what the fuck? Nee? Nee, okay. Alles gut. Okay, vielleicht... doch, ich weiß, woran es liegt. Aber das ist nicht ein Problem vom Stream. Du musst in den Stream refreshen. Das ist ein Problem bei Twitch. Das ist schon mehrmals passiert, dass mir Leute das gesagt haben. Ja, alles gut. Nee, weil ich erinnere mich. Die Leute haben dann gesagt, dass es dann asynchron... Verlauf gibt, warum auch immer, weil Twitch einfach nicht hinterherkommt mit dem Encoding und dann hast du Audio und Video separat für ein paar Sekunden. Also einfach refreshen, dann sollst du wieder weg sein. Weil witzigerweise haben mir das Leute auch im Stream gesagt und ich habe dann auch nachgeguckt und dann gab es auch auf der offiziellen Twitch-Seite so einen Comment, wo die gesagt haben, ja, Problem mit deren Servern, gerade irgendwas, AWS. Fand's auch eher witzig, ja. Nachvollziehbar. So. Blöd gefragt. Okay. Laut meinem Browser haben wir 30 Zuschauer. Ich weiß nicht, ob das aktiv genug ist, um einen Twitch-Percent-Run zu machen. Wenn ja, würde ich den einfach reinhauen. Dann könnt ihr mitmachen eigentlich bei dem Speedrun. Und ich kann auch gut für die Dokumi üben, weil... Naja, die Leute bei der Dokumi werden mir sicherlich auch nicht Erbarmen geben. Und versuchen, den Run so gut es geht... zu zerstören. Ohne Punkte starten? Wie meinst du ohne Punkte? Na gut. Ich glaube, also... ich will jetzt nicht die Leute, die lurken. Das ist, finde ich, auch immer doof. Aber ich muss halt wissen, ob genug Leute im Chat sind, die dann mitspielen würden, weil es bringt ja nichts, wenn ich... quasi einen Twitch-Percent-Run mache und dann die Hälfte einfach nicht, naja, nicht mitmacht. Dann kann ich das auch genauso lassen. Du kannst nicht wirklich mitmachen. Ja, okay, das ist natürlich dann doof. Wie gesagt, ich will die Leute nicht delurken und ich will ja auch nicht vom Delurken raushauen. Nur dann ist es halt ein bisschen schwachsinnig, Cluster Truck anzuschmeißen.
Ach ja, genau. Fun Fact, wenn ihr den Glitchy Save nutzt im Deus Ex und ihr dann das Spiel nochmal neu startet, dadurch, dass wir viele Skripte übersprungen haben und das Spiel, sag ich mal, an Datenmüll zugehäuft wird, also, kurze Einführung in die Programmierung. Es gibt etwas, das heißt Stack. Das müsst ihr euch so vorstellen. Ihr habt einen Turm und je mehr ihr drauflegt, umso mehr kommt drauf. Macht Sinn. So, aber wenn ihr das letzte Teil haben wollt, müsst ihr den ganzen Stack also wieder entfernen, um an die Daten dran zu kommen. So, was wir jetzt machen, dadurch, dass wir die ganzen Skripte fehlschlagen, lädt sich das irgendwann auf. Und wenn wir dann den ursprünglichen Save laden wollen, sagt er, das funktioniert nicht, das ist jetzt kaputt. Weil wir davor zu viel gestackt haben und er sagt dann, hey, ich komme da nicht ran, weil da ist was vor mir und das wurde nicht vernünftig entfernt. Naja, und dadurch stürzt das Spiel halt ab. Ist es schön, wenn man selber Entwickler ist und dann versteht, warum Sachen kaputt gehen oder im Speedrun funktionieren. Vor allem, wenn man sich dann mit anderen zusammen unterhält und sich das einfach mal im Code anguckt. Oder das einfach reversed engineert. Ja, wie gesagt, konzentriere dich ruhig auf deine Sachen. Ich mache ein bisschen mehr Deus Ex. Was ich überlegt habe, es gibt ja neue Strategien in Cluster Truck. Also es gibt ja diesen Menü-Launch. Und der ist eigentlich ziemlich geil. Der würde sorgen dafür, dass ich gewisse Level noch schneller und einfacher machen könnte. Vielleicht machen wir es dann einfach so, dass ich den lerne und übe. Weil das ist auch eigentlich nicht schlecht. Weil, klar, Twitch-Percent ist halt ein bisschen unberechenbar. Du weißt halt nicht, was die Leute dir geben werden im Run. Andererseits ist es aber wieder auch cool, weil ich muss ja nur die Any-Percent-Strats machen. Aber wenn ich Backups habe oder andere Strategien nutzen kann, dann kann ich vielleicht auch den Sachen entgegenkommen oder gewissen Effekten umgehen. Ich glaube dafür natürlich, dass die Leute sich im Chat beschweren, weil die sagen, hey, warum habe ich Effekt X genommen, wenn du einfach mit Trick Y das überspringst, aber naja, so funktioniert das schon halt. Ja genau, Xerdice, darum geht es halt. Du kannst halt sagen, welche Effekte im Spiel auftreten sollen. Das Problem ist halt nur, wenn die Leute nicht voten, dann bringt mir das nichts, weil dann kriege ich immer den ersten Default-Wert. Ja klar, Zeit kostet es immer. Aber ich habe das schon bei ESA zum Beispiel mitgekriegt, weil ich dann gesagt habe, so, oh hey, jetzt kommt Effekt X und habe dann gesagt, ja gut, wir überspringen halt das ganze Level, weil wir einfach hovern und dann, tja, sind wir dem umgangen, dann waren die Leute wütend im Chat. Deshalb, also rechts kannst du das den Leuten eh nicht machen, aber meckern können die Leute trotzdem. Ah, schon wieder den Wurf nicht geschafft. Halb so wild, wir haben noch 3 Messer. Ja, damit kann ich gehen. Oh, der Typ steht an der Tür. Okay, nee, der blockt mich. Kann halt sein, dass er da einen blockt, wenn er halt in so einem Winkel steht und sich dann die Augen reibt. Und 2 Schüsse, perfekt. So, schießen wir einmal hier rüber. KI läuft weg und wir können einfach vorbeilaufen. Ach, alte KIs in solchen alten Spielen ist herrlich. Reagieren nur auf 2 Sachen und werden erst dann wieder getriggert, wenn die 2 Sachen analysiert oder der Zyklus fertig ist und es nicht parallel läuft. Also es ist wunderbar. So, jetzt haben wir auch den Sprung diesmal hingekriegt und adieu. Ja genau, es ist eine State Machine. Das ist es halt. Ich meine, das war ja ursprünglich so, also wenn ich an Quake denke oder an Unreal Tournament. Eine KI, die planen kann oder vorausdenkt, gab es halt nicht. Also, ich meine, das ist ja auch eher so später dazu gekommen. Ich meine, selbst mit Tomb Revolution, was ja ein Spiel aus 2006 ist, ja, wobei, ja, ist auch schon älter. Ja, ich wüsste jetzt gerade kein moderneres Spiel, wo die KI so ein Zwischending war, wo sie gut und schlecht gleichzeitig ist. Ich meine, es ist ja irgendwo, sind die ursprünglichen KIs immer schlecht gewesen. Ups, Schuss verpasst. Na gut. Solange das TNT nicht explodiert, ist alles gut. Okay. Hat ja geklappt. Da gehe ich mal hin. Ja, genau. Genau, das ist ja das Schöne an der State-Maschine. Na, auf jeden Fall. In Human Revolution war das auch nämlich der Fall. Wir haben aber... Ich habe es leider vergessen. Wir haben das sogar im...
in der Uni im Studium angesprochen, als ich Game Design. Nein, was ist das? Game. Boah, ich komm nicht mehr an das Fach. Das war nicht mit Game. Es war einfach nur AI Development oder sowas. Und wir haben da hauptsächlich auf die Spiele geguckt, weil da wurden KIs hauptsächlich genutzt und auch um so ein bisschen Robotic AI. Aber daran kann ich mich erinnern, weil das hatte so einen speziellen Namen und das wurde da auch aufgelistet. Genauso wie 4 hatte das zum Beispiel auch und ein paar andere. Aber sei es drum. So. Natürlich ist mein Layout kaputt. Ich habe den Trick nicht richtig ausgeführt. Das heißt, alle meine Items sind jetzt nicht richtig, bis ich später beim Schiff bin. Weil da duplizieren wir ja nochmal unseren Körper. Um uns selbst zu looten und mehr Items zu holen. Alleine diese Aussprache. Ja, wir duplizieren unseren Körper, um mehr Items zu holen. Also, was denken sich die Leute, wenn sie nur zuhören und nicht wissen, dass es ein Speedrun ist? Ja, der Speedrun zu Human Revolution ist recht leicht zu lernen. Ist nur schwer zu meistern. Also, so wie bei den meisten Speedruns. Oh, 10 Schuss, das ist echt sehr gut. Normalerweise haben wir in dem Bereich 4 Minimum. Und 10 ist so das Optimale. Ist halt nicht schwer. Würde ich sogar sagen, ist einsteigerfreundlicher als Deus Ex 1. Also Deus Ex 1 hat einfach viele Kombinationen von kleinen Glitches, wo man, wenn man die Alternative nicht findet, die Alternative nicht kennt, man echt stecken bleibt. Darfst du einmal? Danke. Ja, okay, jetzt mache ich den Sprung. Ja, ich gehe jetzt hier einfach normal hoch. Ich habe keinen Bock. Ich streike. Nee, aber wie gesagt, es ist leichter zu lernen, weil Human Revolution ist eher so, du siehst es, du machst es einfach nach. Es ist selbstverständlich quasi in dem Sinne. Du brauchst nicht irgendwelche, also klar, da gibt es Setups auch und du musst, aber wie gesagt, was du siehst, kannst du einfach kopieren und es funktioniert. In Deus Ex 1 musst du halt noch ein bisschen was im Hintergrund wissen, musst du halt wissen, wie das mit den verschiedenen Speichern und Ladeständen aussieht und auch wie das mit den Granatenclips funktioniert, beziehungsweise wann du speicherst und auch mit dem Glitchy Save, der ist auch... Für den Anfang, der ist, würde ich sagen, ein leichter Trick, aber wenn du nicht weißt, wie er funktioniert, dann hast du ein Problem. Ja, was denken sich die Nachbarn? Nun ja, ich glaube, es ist gut, dass ich auf dem Dachboden bin. Aber auch ein einsteigerfreundlicher Deus Ex-Teil wäre... Mankind Divided. Also der ist wirklich, du kopierst und machst einfach das, was da ist. Und das ist super leicht auszuführen. Also da brauchst du wirklich nicht viel Gehirnschmalz einsetzen. Du musst einfach nur kopieren, was da passiert. Und trotzdem macht's Spaß. Weil auch wieder recht schnell dafür, dass es ein Deus Ex... Also gut, witzigerweise, obwohl die Deus Ex-Teile casual fast 40, 50 Stunden dauern, kann man die halt in 40 Minuten durchspielen, dadurch, dass man halt alles skippt und die Level auskennt. Ausnutzt. Finde ich immer schön. Ich habe keinen Tee mehr. Schade, dann gibt's Wasser. Ja, schon viel besser. Diesmal haben wir auch den Arm nicht verloren, das heißt, wir können jetzt schön akkurat zielen. Schön präzise zielen. So, peng, weiter geht's. Medkit reinschmeißen. Für die KI tot sein und weiter geht's. Ach, ich liebe diese Tricks. Es ist halt dieses Verknüpfen an allem und die Ausführung, die dann das Wichtige ist. Also ist ja ähnlich bei Half-Life oder anderen Source-Games auch. Nur, dass wir hier ein Unreal-Spiel haben. So. Mit dem Deck. So, wieder aufheben. Event-Showcases? Naja, ich meine, du machst bei Marathons ja einen Showcase von dem Speedrun.
Ist ja jetzt nicht so, als würdest du sagen, okay, ich mache kein Showcase. Es ist ja quasi ein Showcase vom Speedrun. Oder in welcher Hinsicht meinst du das? Ah, leider verfehlt. Aber ist auch kein Problem. Wir haben sehr viel Munition. So. Diesmal hat es geklappt. Brauche ich auch nicht in Deadman Walking gehen. Da brauche ich zwar immer noch die Medkits, aber kann das jetzt ignorieren. So. Ja, ich brauche vielleicht ein paar Schuppenriegel. Knopf drücken bitte. Ja, okay. So. Meinst du? Ja, ist okay. Zwei. Zack. Nein. Gib mir meine Law. So. Ich bin ein Trigger. Ja, aber ein bisschen langsam, weil ich noch ein Safety Safe gemacht habe. Normalerweise würde ich da auch einfach reinspringen, wenn es nicht klappt, dann Pech gehabt. Aber dadurch, dass wir ja für einen Marathon quasi üben, ist es eigentlich besser, wenn ich das so mache. Dass ich dann mich auch nochmal gedanklich daran erinnere, hey, du musst hier speichern, sonst hast du später ein Problem. Das ist ja das Schöne, wenn man Quick Save und Quick Loaden kann. Kann man eigentlich jeden Teil, egal wo man gerade im Speedrun ist, retten. Ist leider bei Tomb Raider zum Beispiel nicht der Fall, weil das noch Checkpoint-basiert funktioniert. Ah. Oder auch bei Metal Gear Rising, wenn ich mich zurück erinnere. Wobei das ja auch wieder ein Vorteil ist, weil man kann diese Checkpoints dann ja auch ausnutzen. Wenn man out of bounds in den Trigger springt und dann einfach mal wieder ins Menü geht und auf einmal ist man weiter vorangeschritten. Music Game zeigen? Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Aber so Glitch-Showcases machen die meisten Runner auch so, wenn noch Zeit dazu besteht. Weil klar, man könnte, wenn man die ganzen Glitches vorzeigt, würde das sehr, sehr lang gehen. Das ist halt meistens halt nicht, dass es nicht erwünscht ist, aber es dauert halt. Aber in manchen Marathons wird das dann auch gezeigt, wo man sagt, okay, man macht jetzt hier einen Speedrun von 30 Minuten Glitch-Showcases und dann werden einfach verschiedene Tricks von einem Spiel gezeigt. Aber ist eher unbeliebter, weil man sieht ja zum einen die Tricks im Speedrun und man sieht ja auch, wie es dann ausgeführt und funktioniert. Klar, so ein paar Tricks gibt es dann halt nicht, die fallen halt hinten rüber, aber so ist das halt. Und so, zum Beispiel ESA macht das finde ich halt, das ist ein cooles Ding. Die haben immer, wenn dann gerade der nächste Runner vorbereitet wird, haben die immer so eine Intermission. Das heißt, da wird ein Video gezeigt von einem Trick, den die Leute in der Community aufgenommen haben und submitted haben. Also, das ist richtig geil. Dann erfährst du halt so ein bisschen hinter dem Spiel, wie das funktioniert, was da gerade passiert und was da eigentlich als, wie der Trick also gefunden worden ist oder ob er halt obsolet mittlerweile ist, weil man eine bessere Strategie gefunden hat. Also auch so ein bisschen Geschichte des Speedruns. Also des jeweiligen Spiels natürlich. Upp. Ah. Hier gibt es einen kleinen Physik-Boost. Ich versuche den gerne zu machen. Kostet auch nicht so viel Zeit, aber der ist halt präzise, weil das Spiel hat nicht wirklich viel Physik, muss man auch sagen. Das könnte man auch so Bunny hoppen und den ganzen Quatsch. Wäre geil gewesen, aber ist leider nicht der Fall. Jetzt der Enter. So. So, schnell vorbereiten. Na, komm. Dupe. Ja, geht doch. Von 16 auf 30. Das passiert, wenn man... Wow, schöner Sprung. Das passiert, wenn man einmal richtig den Dupe... wenn man eine Zelle aufhebt. Und dann einen dummen Fehler gemacht. Ja, das ist echt schlecht. Schade. Naja, das ist es halt. Kein großes Problem, aber es war halt... Schöner Segment. Es wäre... Hätte ein Goldsplit werden können. Your buddy. Good. Naja. So. So. Okay. Gerne, kein Problem. Na, gehst du bitte? Danke. Ja,
dieser Segment flüssig. Überhaupt kein Problem. Oh, oh, oh. Jawohl. Es hat doch noch funktioniert. Sehr schön. Hier ist es blöd. Wir müssen eine KI-Manipulation machen. Wir müssen dafür sorgen, dass die zur Tür geht. Und wenn wir speichern und laden, macht sie die Tür auf und geht wieder zurück. Das hat sogar glücklicherweise funktioniert, obwohl ich den Wurf nicht so richtig hingekriegt habe. Also freut mich. Du hast Essen? Ja, sehr schön. Ich muss auch gleich noch essen vom Training, sonst habe ich ein Problem. Ich falle in der Halle um bei der Hitze. Mache ich heute Waffentraining oder mache ich halt normale Form? Oder mache ich Sprungtraining? Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich noch entscheiden. Ist auch wieder doof. Quasi 4 Wochen Pause gehabt, weil wieder Hallen zu sind, dank Ferien. Jetzt kommt man wieder in die Halle und dann, oh hey, bereite dich nochmal vor. So, haha. Ja. Gut, dass ich gerade selbst verwirrt war, ob das der richtige Knopf war, aber es war der richtige Knopf. Muscle Memory for the win. Es wäre auch nichts passiert, wenn ich den unteren Knopf gedrückt hätte, also es wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber es war gerade so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, warte mal, muss ich nicht runter? Und dann so, nein, du musst nicht runter, du musst hoch. So, wir haben 2 Schuss. Wie Schuss gibst du mir? Ein. Ja, okay. Aber wir haben genau gerade genug Schüsse, um alle Tricks auszuführen. Also ist halb so wild. Wäre natürlich optimaler gewesen, wenn wir noch ein paar mehr gekriegt hätten. Aber damit kann ich auch leben. Schub, schub, schub. Oh nein. Ich bin durch den Sensor gelaufen, aber ich bin ja tot. Gespeichert. Na, zu früh gespeichert, aber trotzdem hingekriegt. Passt also. So. Pum. So, ab ins Menü. Schwimmen. Ab ins Menü. Schwimmen. Okay. Na, komm. Okay. Warum blockst du mich? Nein! Geh weg! Och, Menno. Ernsthaft? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Geh doch endlich weg. Nein, das ist... Was passiert hier gerade? Geh doch! Okay. Das gibt's doch nicht. Ja, was... Nein! Hallo? Was war das denn? Also, ich habe Zeit verloren, weil die KI Nein gesagt hat. Das passiert normalerweise nicht. Was ist das? Ich fühle mich verarscht. Ich habe 20 Sekunden deshalb verloren. 20 Sekunden nur, weil dieses blöde Krokodil mir im Weg steht. Was soll das? Ich kann ja verstehen, wenn ich Zeit verliere, weil ich einen Trick verkackt habe. Okay, damit kann ich leben. Aber die KI hat einfach Nein gesagt und die Kollision sagt auch Nein. So, was soll das denn? Ja, you shall not pass. Indeed. Naja. Ah ja. Medkit. Es ist so schön. Die KI zieht die Waffen. Ich heile mich und jetzt bin ich für die KI tot und dann ist alles wieder gut. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, wir sind super weit in der Zukunft. Und die Leute ziehen einfach mal Schwerter. Also, alles klar. Und vor allem, wir sind ein Cyborg. Wir sind ein verdammter Cyborg mit Augmentation. Und die denken erstmal so, ey, erstmal ein Schwert ziehen, um gegen einen Cyborg zu kämpfen. So, klar. Weiter laden. Okay. Ich hab was für sie nochmal mit ihm geredet, aber auch kein Problem.
Es hat alles funktioniert. Ah, bis auf die 20 Sekunden, die wir wegen dem Krokodil verloren haben. Jetzt die 10 hier. War es okay. Ah, zu früh. Ja. Falsch gelandet. Passiert. Ich habe sogar meinen Fuß verloren. Das ist nicht so gut. Das war auch Quatsch. Ich brauche mich hier gar nicht heilen. Beziehungsweise ich habe mich halt indirekt geheilt, weil ich den Fuß wieder haben will. Wir verlieren halt Geschwindigkeit dadurch, dass wir Fußschaden haben. Also muss man sich mal überlegen. Also das ist das, was ich ja, oder was auch andere feiern bei Deus Ex, dass wir so ein HP-System haben, das dann den ganzen Körper beeinträchtigt. Und wenn du dann zum Beispiel deine Beine verloren hast, naja, dann hast du ein Problem. Ah. Ja, das war falsch ausgeführt, aber auch kein Problem. Speichern, laden. Helikopter, danke. Aber das... Alles, was man trifft, einen gewissen Effekt hat auf den Körper. Das ist schon cool gemacht. Ich wüsste auch gerade nicht, ob ich das irgendwo nochmal in der letzten Zeit so gesehen habe. Aber gut, das ist ja auch nicht das, was die Entwickler sich ausgelegt haben. So. Laden. Mal Körper da liegen lassen. Ja. Ich habe mich verklickt und habe aus Versehen das Messer gezogen. Und ich habe meine Gap Gun nicht. Ja, das ist ein Problem. Weil wir brauchen die. Wir müssen mit der die Munition holen. Sonst können wir später nicht weitermachen. Auch kein Problem. Müssen wir halt jetzt wiederholen. Es gibt einen Trick, wie man das beheben kann. Ganz einfach. Wirf die Waffe weg. Nimm sie wieder in die Hand. Passt. Ups. Super Jump an. So. Jetzt haben wir sie. Ja, jetzt haben wir die auch da. So, jetzt speichern, laden, Schokoriegel in der Hand, alles gut. Na? Entschuldigung? Nein? Okay, jetzt packen wir gerade die leichten Sachen. Aber nur, weil ich mit dem Fallschaden nicht gerechnet habe. Normalerweise landen wir auch hier und dann ist das kein Problem. Aber das hat irgendwie gerade nicht geklappt. So. Einmal Raketen nachladen. Zack, danke dir, danke dir, danke dir. Und dann geht's weiter. Na. So. Schokoriegel raus. Einmal heilen. Danke dir. So. Und weiter geht's. Gut, getroffen. Schiff ist am Wackeln. Noch einmal, zack. Passt. Gut, Reindeer-Flotilla. Gut, Reindeer-Flotilla. So. Ja, jetzt haben wir fast im Schiff nur eine Minute verloren durch die zwei Fehler. Naja, ist halb so wild. Solange man noch weiß, was man, wie man den die Sachen umgehen kann oder dass man, wie man die beheben kann, ist ja alles okay. Dummerweise habe ich beide meine Safe-Slots genutzt und war dann weiter hinten als vorne. Aber wie gesagt, ist halb so wild. Schüppüdü, schüppüdü. Einmal schießen. Einmal wackeln. Schiff versenken. Abhauen. Okay, perfekt. Schiff wackelt vor dem Sprung, das heißt, wir werden nicht davon betroffen. So, einmal springen, springen. Nein. Jetzt hat mich echt die Spinne. Okay.
geblockt. Spinne sagt nein. Alles klar. So. Brauche ich die Zigaretten eigentlich noch? Nein, brauche ich nicht, aber ich krieg sowieso wieder welche. So. Und morgen bei der ESA zeige ich Tomb Raider Anniversary und bei der Dokumi zeige ich Deus Ex und Cluster Truck. Aber wie gesagt, wenn wir für Cluster Truck nicht genug Leute haben, die dann voten im Chat, dann wird das halt ein bisschen schwieriger, das zu üben. Also könnte man klar natürlich, wenn eine Person würde auch schon ausreichen, man könnte das quasi simulieren. Und dann okay, ich gebe dir mal einen guten, mal einen schlechten Effekt und dann wüsste ich Bescheid, aber ja. Ich war schon verwirrt. Alles gut, alles gut. Sei gegrüßt, Monkey Bones. Was geht? Alles gut bei dir? Ich muss auch mal diesen Goldsplit hier resetten. Der passt überhaupt nicht. 38 Sekunden kannst du hier nicht sparen. Das ist quasi, du gehst ins Level und bist direkt fertig. So, einmal hier. Oh, ich habe nicht genug Skillpunkte. Das ist natürlich schlecht, aber es ist kein Problem. Wir kriegen im Verlauf noch genug. Muss ich nur mich später erinnern, das zu machen, sonst können wir nicht zielgenau schießen und dann könnte ich den Trick nicht machen. Tomb Raider 2013 gelernt oder ist irgendwann vor? Habe ich nicht gelernt, aber ich kenne halt viele Personen, die das gemacht haben oder die den Speedrun lernen. Meine Weser hat das auch gelernt, der gute Kayumon, Kadarev, Epic Dude Guy, also das sind so ein paar Leute aus der Community, die mir direkt einfallen. Damals ein alter Human Revolution Runner, der Pennegan hieß, der hat das auch gemacht. Noch Bystander Tim fällt mir ein. Also ich kenne da genügend Leute, die das gemacht haben. Und es ist eigentlich ein witziger Run. Ob ich dann die Zeit dafür habe, den noch nebenbei zu lernen, so, keine Ahnung. Also ich würde erstmal auf zu Nein tendieren. Aber vielleicht irgendwann mal klar, warum nicht? Ist auch ein schöner Speedrun mit dem ganzen. Springst auf den Berg und slidest einfach mal überall hoch. Das ist super. Ich sehe nichts. Ah, ich bin. Nee, ich bin nicht. Na, wir machen. Mal das Setup. Na, das war zu früh gespeichert, ja. Okay, doch. Perfekt. Na, diesmal nicht so viel Zeit hier verloren, das ist in Ordnung. Zwar immer noch, aber nicht so gut, aber. Besser als die eine Minute von vorhin, 13 Sekunden, weil der Trick nicht geklappt hat. Naja. Naja, naja. So ist das halt. Frag mal eher, weil wir das irgendwann mal tackeln könnten. Klar. Also hätte ich auch Bock drauf. So ist es nicht. Wie gesagt, das Problem, was ich eher habe, ist die Zeit. Aber ist das ein Wunder? Nein. Aber wie gesagt, Interesse ist auf jeden Fall da. So. Spring ein bisschen hier. Ja, 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 ja. Dieses Jahr ist auch keine Zeit dafür. Ich weiß ja nicht mal, wie nächstes Jahr für mich aussehen wird. Wenn die Kleine noch größer wird und anfängt rumzulaufen, dann glaube ich, werde ich mit anderen Sachen sehr viel beschäftigter sein. Noch ist es alles in Ordnung, weil sie noch nicht krabbelt. Das ist noch dann leicht, sich drum zu kümmern, sage ich mal so. Das heißt leicht, also es ist immer noch viel Aufmerksamkeit, Spielen und Co. Nur dadurch, dass sie sich nicht bewegen kann, muss man nicht sich Angst machen oder Gedanken machen, dass gleich die nächste Steckdose angefasst wird. Was, deine Tochter will größer werden? Oh nein! Wie kann ich das nur zulassen? So, mein Lieblingspixel. Wo wir von meiner Tochter reden, Oh, schöner. First try. Also im Vergleich zu vorhin. Sehr schön. Ja, aber die hat angefangen, ihre Stimme zu entdecken und macht jetzt sehr witzige Geräusche die ganze Zeit. Finde ich immer lustig. Die Dokumi findet in Düsseldorf statt. Genau, in dieser neuen Messe. Also die haben das ja umgebaut und erneuert. Kommst aber natürlich nur rein, wenn du einen negativen Test hast, beziehungsweise geimpft bist und auch mit Maske. Also Vorkehrungen sind da wieder scharf. Also war ähnlich letztes Jahr. Nur letztes Jahr musstest du nicht getestet sein.
Und ja. Ups. Okay. Ja, der Kathedralenteil war auch okay. Kann ich mitleben. So, schwupp. My associate, Toby Atanwe, will meet you. So. Keep going. Atanwe is in the tomb below. Na? Ich will doch nur mehr Medikits. Only okay. A couple trains. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also, man muss ja auch sagen, dieses Jahr ist... Oh, auch letztes Jahr war ja schon doof. Alle Events fallen aus, man kann nirgendwo hin. Ich meine, ist halt dem Umständen entsprechend. Aber dass jetzt so mal wieder nach der ganzen Zeit ein Live-Event stattfindet und man auch wieder was vorzeigen kann und die Leute trifft, freue ich mich sehr drauf. Wie gesagt, ist immer noch schwierig aufgrund der Situation, aber es wird ja besser. Ich meine, was ist die Impfrate momentan in Deutschland? Ich glaube, ich habe es gelesen, dass es bei 60% der Erstimpfung ist und 40% haben die Zweitimpfung. Also es geht in die richtige Richtung. Ist halt nur alles eine Frage der Zeit, bis es wieder normal wird. Aber trotzdem freue ich mich, wenn wieder der Normalzustand erreicht ist. Schade, ich habe nicht genug Punkte. Das heißt, das wird jetzt ein... Ja, genau, schöner Wackelschuss hier. Ob ich den Trigger dann... Ich kann das noch ausgleichen, muss nur jetzt den Trigger treffen. War sogar gut, aber... Na, nochmal. Komm. Ah, doch nicht ausreichend. Ja, die Kugeln fliegen zu weit rum. Ich weiß halt nicht, ob die einen Trigger jetzt reinfliegen. Ein bisschen manipulieren kann ich das schon, indem ich dagegen... Ah, guck mal, geschafft. Indem ich dagegen steuere, aber dadurch, dass dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, der Spread zu weit hoch, runter, links, rechts geht, das ist halt ein bisschen schwierig. Naja, haben wir ja hingekriegt, also von daher, passt. Da lese ich Dokumi. Nein, du irrst dich, Weser. Bitte gehen Sie wieder, danke. Nein, was geht, Alter? Alles gut bei dir? Und ja, bisschen Deus Ex vorzeigen, bisschen üben. Hab ja das Spiel ein halbes Jahr nicht angefasst, aber läuft alles super. Klar, so nicht alles optimal, aber ist ja, wann ist es denn optimal in einem Speedrun? Außer es ist deine persönliche Bestzeit oder Weltrekord. Und selbst wenn es der Weltrekord ist, ist es immer scheiße, ne? Das ist ja der Klassiker. Ja, Dokumi! Und nicht Dokumi. Ja, richtig? Ah. Ja, genau, die Kleine schreit auch. Ach, das ist immer so schön. Ich weiß halt nicht, ob man es hört. Also ich höre es halt, aber... Ich weiß halt nicht, wie gut dieses Mikrofon das einnimmt. Ich glaube weniger, aber... Immer lustig, wenn man auf einmal so ein... kleines Babygeschrei im Hintergrund hört, dass irgendwas gesagt wird oder... Die Kleine versucht, was zu sagen und jetzt schreit die einfach mal rastet voll aus. Okay. Schreinis, so, ja. Genau das ist es. Weil ich Dokumi so laut geschrieben habe. Tech Sharkman. Bam, bam, bam. Okay, ups. Sie feuert mich an, ja, genau. Ach, das ist... Okay, ich meine... Hat jetzt nichts mit Speedrun zu tun. Ich meine, was soll's. Aber so Dead Story. So morgen früh, wenn die Kleine mal wach ist. Also vor uns, von mir und meiner Frau. Und die liegt halt noch bei uns im Bett. Also mal so, also manchmal nicht, manchmal ja. Je nachdem, wie die gerade gelaunt ist, ob sie durchpennt oder nicht. Es ist dann immer witzig, wenn die dann morgens früh wach ist und die ist dann immer, also bisher immer gut gelaunt, so früh morgens. Und dann liegt sie halt da und erzählt dir was und trampelt auf dich rum und du weißt halt so, okay, die Kleine ist gut gelaunt, sie ist wach.
redet mit sich selber und es ist irgendwie 5 Uhr morgens und denkst dir so, oh, heute ist ein guter Tag. Also, ach, finde ich immer super. Gefällt mir. Danke dir, Prinny. Ja, wir haben ja ausgiebige Witze im Hackathon, im Marathon Teil gemacht. Aber das war auch wieder lustig. Ist super gewesen. Also die ganzen Shared-Spiele, die ganzen Intermissions und alles, was da geplant worden ist. Also die Jungs, die kenne ich ja auch schon länger, machen einen geilen Job. Freut mich auch jedes Mal, das zu sehen. Dieses Ausatmen alleine. Okay, jetzt rastet sie wieder aus. Ich weiß nicht, was passiert, aber es ist interessant. Ah, Genauigkeit ist weg. Ich will auch noch was. Hey, Daniel Nator. Was geht? Alles gut bei dir? Übrigens, man kann die Augmentation während man tot ist, wieder aktivieren. Das ist das Schöne. Das heißt, man verliert keine Geschwindigkeit. Meine Frau sagt, ja, es ist, also ich meine, ich bin ja seit Dezember verheiratet. So lange ist es auch nicht her. Und ich sage auch ab und zu noch, bin ich? Also, das ist nicht, wo ich sein möchte. Jetzt aber. Was? Warum war ich? Okay. Na gut, dann muss ich gerade korrigieren. Ich bin ja komplett falsch. Was ist da denn passiert? Irgendwie bin ich weggeslidet, merke ich gerade. Ist ja auch kein Problem. Kann man alles korrigieren. Ja, aber wie... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, das ist schlecht. Ich habe einen großen Fehler gemacht. So. Ja gut, ich habe hier noch den Save-File. Also jetzt muss ich das nochmal machen. Also ich habe es ja vorhin erwähnt. Wenn ich den Teil falsch mache, dann softlocken wir. Und ich habe den Softlock gerade manuell ausgeführt, weil ich den falschen Speicherstand benutzt habe. Und das ist halt das Witzige und das ist das, was passiert, wenn man das Spiel gerade neu lernt. Wenn man die Save-Files falsch nutzt oder irgendwie versucht, sich zu korrigieren, während so ein Infolink passiert, dann hat man keine andere Wahl. Und ja, das ist halt jetzt passiert. Schade. Naja, halb so wild, so. Skywalker. So, so. Ich gehe einfach hier einmal. So, zack. Jetzt ist es kein Problem. Aber worauf ich hinaus wollte, ist ja, ich sag auch immer noch gerne mal hier meine Freundin oder nicht immer nur meine Frau, aber ja, es ist halt irgendwo anders, klar. Wie gesagt, auch für mich ist es ja auch noch nicht so lange her, deshalb ist es manchmal. Was zu. Oh. Ja, Genius Hanky. Wir haben jetzt anders gesoftlockt. Wobei. Ja, nicht gesoftlockt. Es ist halt anders und klar. Jetzt, wo mein Vater ist. Auch ein, ja, heiraten muss auch nicht sein, muss ich auch gestehen. Also, es ist schön, wenn man es macht, aber es muss nicht sein. Deshalb, was mich halt immer stört, ist so, wenn Leute das verurteilen. So, wenn du heiraten willst, mach's. Wenn du es nicht machen willst, mach's nicht. Das ist voll in Ordnung. Aber wenn dann die Leute kommen so, oh, ihr seid so lange zusammen und habt noch nicht geheiratet. Das ist aber schlecht. Dann so, ja, verpiss dich. Ist doch meine Sache. So, lass mich damit in Ruhe. Und so sollen die Leute das dann auch machen, wie sie es haben wollen. Es stört keinen. Du hast es einfach nur einmal, sag ich mal, schriftlich im Dokument stehen und du hast die Zeremonie gemacht. Ich meine, klar, Rituale sind immer gut. Das ist ja das, was das ausmacht. Es gibt ja auch so genug Studien, die das in diesem Bereich gehen. Aber ich will jetzt nicht zu weit rausholen. Aber Rituale, was auch sowas angeht, dass man eine Bindung eingegangen ist, ist finde ich immer super. Auch wenn es jetzt nicht nötig ist. Okay, jetzt haben wir hier unsere Munition verloren. Ist aber kein Problem, wir haben halt ein Safety-Safe gemacht. Steuersparschwein. Ja gut, das stimmt auch, ne? Ich meine, es hat ja auch Vorteile. Es ist jetzt nicht so, als würde das alles böse sein. Man muss halt nur wissen, ob man es machen will. So, ups. Ich habe doch gespeichert, hallo? Doch.
Na, geht. Ja, das ist es richtig. Das ist halt alles veraltet. Und wie gesagt, so Rituale eingehen ist ja auch super. Ich meine, das ist ja, wenn man, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht zu viel ausholen, aber wenn man in Amerika guckt, wo zum Beispiel diese ganzen Studentenclubs die Mutproben machen und die Leute dabei sterben und die Leute wissen das und trotzdem machen jedes Jahr die Leute diese Mutproben und sterben dann irgendwie 30, 40 Studenten pro Jahr. Und man fragt sich halt, woran liegt das? Und das ist einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl, dadurch, dass man dieses Ritual geschafft hat und dann wirklich zur Clique gehört. Das ist es ja. Und so kann man das halt auch eine Bindung eher eingehen oder festigen, weil man dann quasi dieses Ritual gemacht hat. Und das ist auch eigentlich der ursprüngliche Sinn. Und ich finde, sowas ist ja auch nicht verkehrt. Ja, nur man muss nicht alles machen. Vor allem, wenn man auch so selber weiß, so, ja, ich brauche das nicht, dann musst du es auch nicht machen. Es ist, wie gesagt, Leute wollen einem mal alles vorschreiben und die meisten haben auch große Klappe. Auch jetzt, was andere Sachen angeht, von daher. So, wie viele Schüsse brauchen wir? Guck mal, second try. Zweiter Versuch, so heißt das auf Deutsch. Ja, das ist doch schon viel besser gewesen als vorhin. Und währenddessen noch weiter diskutieren. Ja, ich meine, wenn die Eltern oder die Familie das nicht akzeptieren will, dann ist das deren Problem. Ich würde das denen einfach auch sagen, so, tja, ne, das ist dann nicht dein Problem. Und wenn die es nicht verstehen wollen, dann, na, sollen die damit leben. Ich meine, das geht ja nur euch selbst an, ob ihr damit zufrieden seid. Und wenn ihr damit zufrieden seid, dann macht das auch. Das ist meine Meinung und ich denke mal, das ist ja auch bei den meisten so. Also ich habe da Glück, meine Familie ist da recht offen. Die interessiert das nicht. Also meine Mutter hat trotzdem Freudensprünge gemacht, so ist es nicht, aber... ja. Es ist halt so, dieser gesellschaftliche Zwang. Hatte ich auch mal eine interessante Diskussion. Ach, jetzt gehen wir da rüber. Wir sind ja kurz vorm Ende des Runs, also passt das. Wo es darum geht, dass alle... also Freundin, Freundeskreis, dass die gemerkt hat, so alle um uns herum kriegen Kinder, werden Eltern, heiraten und so weiter und so fort. Und die kriegt das jetzt quasi vorgeheizt von der Familie und das so, oh, wo ist dein Kind, warum hast du kein Kind? Und sie will eigentlich keine Kinder. Und ich sag so, wenn du keins haben willst, dann brauchst du auch keins haben, ne? Keiner zwingt dich dazu. Und sie regt das halt auf so, ja, alle zwingen sie dazu, Kinder zu haben. Ich denke mir so, mein Gott, wenn du keins haben willst, dann scheiß auf die Leute, fertig, aus. Und ein anderes Beispiel, was ich dann hatte, was mir dann tierisch auf den Zeiger ging. Die sagt halt, sie will kein Kind haben, hat aber auch kein Problem mit Kindern. Ist ja in Ordnung, passt auch. Aber was mich dann angekotzt hat, war dann eine Person im Freundeskreis, die dann mich schlecht oder mir einreden wollte, dass ich doch ein Idiot bin, weil ich ein Kind haben will und dass ich da, wie, was für ein Spast ich bin. Und da habe ich mir dann gedacht, so, ja, verpiss dich doch. Ganz einfach. Ja, weil das ist doch, ist es meine Sache, ist es mein Kind, ich kümmere mich drum. So, was stört dich das? Und guck mal, wieder unter ist mit 42, 29. Also vorhin hatten wir 25, jetzt haben wir 29. Gut, wir haben einen riesigen Fehler gemacht und das war in der Subbase mit 2 Minuten Verlust. Also wenn der nicht passiert wäre, wäre es eigentlich noch ein ziemlich guter Run. Also nicht natürlich nicht PB-weiß mäßig, aber für Marathon. Jo, viel Spaß beim Football-Training. Ja, ich bin auch gleich schon raus. Also ich bin gleich, was heißt gleich, jetzt raus. Ich muss auch, gleich noch essen und dann geht's auch für mich ab ins Training. Und wenn ich jetzt nicht vorm Training esse, dann habe ich ein Problem. Ja, das ist auch so richtig eigenartig alt, aber so ist old school, aber gut, so ist das halt. Naja. Okay, naja, aber wie gesagt, analysemäßig haben wir es eigentlich schon gesehen. Es lief super. Also das war auch noch alles in Ordnung. Ja gut, Hongkong wegen dem Krokodil, das war, ja gut, da will ich nicht drüber reden. Dann New York war okay und dann da ging's los. Schiff, ja genau, beim Schiff haben wir eine Minute verloren, weil ich da meine Safety, also weil ich da meine Gap Gun verloren habe. Das ist halt ein doofer Glitch, der mal passiert, aber Backup, gut, safe war ein bisschen weiter. Nur rote Zahl. Naja, für einen Marathon natürlich, für eine persönliche Bestzeit ist natürlich ein Quatsch. Ich hätte da auch schon längst resettet, also so ist es nicht.
Ja gut, genau, da kamen die 2 Minuten. Hier haben sich die Sachen addiert, ne? Das ist auch bewusst. Und der Rest war dann wieder okay, so mit ein paar Movements hier und da. So ist das halt. Aber gut, so ist das nun mal. Gut, Cluster Truck werde ich heute nicht machen. Liegt einfach daran, dass wir haben zwar Leute im Chat, aber ich glaube, dass wir nicht so aktiv sind. Und wie gesagt, ich muss auch gleich selber los. Aber Cluster Truck, wie soll ich das üben? Wenn der Chat mich ruinieren will, dann wird er mich ruinieren. Egal auf welche Art und Weise. Und da kann ich auch so gut geübt haben, wie ich will. Also, das ist halt so ein kleines Würfelspiel. Ist aber auch nicht schlimm. So, jetzt müsste ich nur gucken. Ich würde gerne jemanden raiden. Und dafür müsste ich einen deutschen Speedrunner finden. Das Problem ist, die deutschen Speedrunner, denen ich folge, sind alle offline. Jetzt müsste ich halt erstmal rausfinden, wer noch alle Speedruns macht. In der deutschen Speedrun-Szene. Ich werde doch sie niemals zu avancieren, ja. Kommt immer zu spät, ja, tut mir leid. Normalerweise hätte ich auch länger gestreamt, so ist es nicht, aber ich muss selber noch essen und dann geht's gleich zum Training. Weshalb das dann schon mal ausfällt. Gucken wir doch über die Tags nach. So, Speedrun. Dann haben wir den ersten und German. Oder Deutsch, ja gut. Ah, guck mal. Den Namen habe ich doch auch schon mal gelesen. Der Zatox streamt und der macht gerade Secret of Mana. Also da habe ich schon mal eine Person. Kenne ich da sonst noch jemanden? Connect Gear macht auch was. Also das ist eine Bündnis. Nein, es ist eine Zusammenstellung aus deutschen Speedrunner und Events. Aber gut, ich glaube, wir gehen zu Zatox, weil den Namen kenne ich. Von daher Raid Zatox. So. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass ihr hier wart. Ich hoffe, euch hat diese Practice hier gefallen. Normalerweise streame ich ja auch Deus Ex und andere Sachen, also nur auf Englisch. Deshalb ungewohnt auf Deutsch das zu machen. Ansonsten, was den Kanal angeht, ne, guckt euch die YouTube-Videos an. Wir machen da jedes Mal neuen Content, auch beim Stream. Ne, schaut vorbei, lasst ein Like, Subscribe und den ganzen Quatsch mal da. Ja, ich denke, ich muss nicht erklären, wie YouTube und Co. funktioniert. Aber wie gesagt, kommen ein paar neue Sachen raus und ein paar neue Dinge sind geplant. In der Hinsicht, habt einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, isst euer Steak, was? Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.